möchtest Tätowierer zu werden. Okay, aber zuerst möchte ich dir was sagen. Ich bin Sophie, ich bin Tätowierer und heute ich werde dich erzählen ein paar Sachen, über was du denken musst, bevor du fängst an zum Tätowierer zu lernen. Bist du sicher, dass es ist der richtige Job für dich? Manchmal Kunde fragt mich, wie ich Anfang habe am Tätowieren. Aber obwohl es ein cooler Beruf ist, steckt viel Arbeit dahinter. In diesem Video sprechen wir über ein paar Punkte, dass du wissen musst, bevor du anfängst. Und dass du sicher bist, ob du anfangen möchtest oder nicht. Punkt Nummer 1. Tätowierer zu sein ist nicht so, wie man es im Fernsehen sieht. Im Fernsehen werden alle Dinge kombiniert. Ist nicht realistisch. Die Art und Weise, wie die Tätowiererin spricht mit dem Kunde, ist nicht normal. Niemand spricht so mit anderen Leuten in einem Tattoo-Studio, wenn dein Büro ist. Wenn du eines Tages in ein Tattoo-Studio gehst und sie dich schlecht behandeln, bitte verlass dieses Studio. Geh nicht mehr dahin. Geh woanders, weil das ist nicht normal. Punkt Nummer 1 musst du schon im Kopf lassen und du wirst es verstehen, wenn ich dir den anderen Punkte erkläre. Punkt Nummer 2. Du willst nicht nur Designs tätowieren, die du magst. Du willst zeichnen die Designs, das deine Kunde haben möchte in ihre Körper, natürlich. Werde nicht jeden Tag ein Tag sein, wo du gehst in ein Studio und mach nur, was du magst. Funktioniert nicht so. Du brauchst noch Zeit, bis die Leute verstehen können, welche Stile du mehr magst. Weil am Anfang, du musst anfangen mit alle Designs. Du musst alles machen. Also, du musst nicht, aber alle anfangen so. Du musst alle kleine Sachen stechen. Am Anfang, niemand kennt deinen Stil. Du selber kennst nicht deinen Stil. Deswegen, du musst erstmal angefangen, alles, das du schaffst, machen. Und dann später, du selber fangst an zu verstehen, was du magst nicht, was du besser stechen kannst. Und wenn du mehr über, von diesen Arbeiten posten, die Leute verstehen und sehen mehr von diesem Stil. Und da könntest du schaffen, nur diesen Stil machen. Aber ist nicht einfach. Ich bin hier 5 Jahre und ich mache alles. Du kannst in mein Instagram gehen und gucke meine Arbeit und du siehst, dass ich mache viele Black and Gray, also dunkle, realistisch. Und dann, du siehst auch Fine Work, also Line Work, Mandala, so feine Line Sachen. Also ist komplett anders. Aber bis jetzt, ich habe viele Kunden, das kam zu mir wegen oder Black and Gray, realistische Sachen oder nicht. Oder Mandalas, Fine Line, Dot Work, Geometrie. Aber ich liebe beide. Wenn du mich fragst, ich liebe beide. Aber wenn ich war am Anfang, ich hatte immer gedacht, dass ich würde nur stechen, nur traditional. Ich mach nicht nur traditional. Ich liebe es sowieso. Klick hier oben, wenn du möchtest noch ein bisschen von meinen Tages im Studio sehen. Ich mache viel Vlogs in meinem Studio. Und da kannst du eine kleine Idee haben, wie es funktioniert. Aber da kannst du nicht sehen, die große Bild von diesem Büro. Punkt Nummer 3. Am Anfang verdient man nicht viel Geld oder kein Geld. In diesem Beruf am Anfang, normalerweise, man fängt an in andere Tattoo-Shop. Du arbeitest für deine Meister. Und was wir machen, ist den Laden zu reinigen, die Station bereit zum Tätowieren, also wo du die ganze Sachen, die Material hast zum Stechen, die Station. Du musst die Station sauber machen, du musst die Station bereit machen für die nächste Kunde, Material zum Sterilisieren, den Kundendienst zu führen und im Grunde den Laden zu verwalten. Normalerweise, was der ganze erste Jahre, du kriegst gar nichts. Du bist da nur zum Lernen. Und ich weiß, das ist nicht jeden Staat und ich glaube, ist auch nicht hier in Deutschland oder Europa, aber ich glaube in Amerika, das passiert zu oft. Normalerweise, du musst bezahlen, so du lernen kannst. Ist sowieso nicht so schlimm, aber vorher in unserer Oma- und Opa-Zeit war schlimm. Wenn du Azubine warst, du musstest Toilette putzen. Normalerweise deine Meister war nicht der beste Person, verstehe ich nicht, aber vorher war schlimm. Du musst stärker sein, so du alles schaffen könntest, wie die Leute mit dir sprechen, war nicht so gut und alles, ne? Aber heute ist einfacher, niemand ist so böse. Von was ich weiß. Aber normalerweise in einem Jahr Minimum, glaube ich, das ist nicht immer ein Jahr, das ist ungefähr, du kriegst kein Geld. Du lernst, wie du in einem Shop arbeiten sollst. Punkt Nummer 4. Kundenservice ist super. Super. Wichtig.
Man muss Spaß daran haben, mit Menschen zu reden, weil sonst ist ein bisschen kompliziert. Man muss wissen, wie man dem Kunden zuhört. Ich kann nicht diese Worte richtig sagen, aber du musst lernen zu hören die anderen Leute, den Kunden. Deswegen, wenn du lernst zu hören, du verstehst besser, was der Kunde möchte. Man muss auch wissen, also Moment, man muss wissen, wie man mit den anspruchsvollsten Kunden umgeht. Ich musste meine Skript lesen, weil diese Worte sind ein bisschen kompliziert. Weil nicht jeden Kunden sind einfach zum Verstehen und nicht für jeden Leute ist einfach zum Erklären, was sie haben möchte. Wir sehen die Künstler, nicht die Kunden. Und man muss Lösungen finden für Kundenprobleme. Für alle diese Sachen, wir müssen lernen, wie wir können mit dem Kunden sprechen. Bringt gar nichts, wenn ein Kunde böse ist oder schlecht redet mit uns und wir wieder schlecht reden mit dem Kunden. Das bringt uns gar nichts. Und wir als Entrepreneur, wir müssen denken in die Zukunft, was diese Kunde bringt. Jeden Kunde ist wichtig. Mein Punkt Nummer 5. Du willst sehr wenig Freizeit haben. Dieser Beruf ist 100% eine 24/7 Job. Jeden Tag. Auch wenn der Laden geschlossen ist. Manchmal senden Kunden Nachrichten um 3 Uhr morgens. Yep. Zum Beispiel, wenn du im Urlaub fährst, passiert dasselbe. Manchmal, wenn ich gehe in Urlaub, ich habe immer eine Liste in meinem Handy. Jedes Mal ein Kunde mir schreibt, ich schreibe die Namen in die Liste. Weil die wissen nicht, ob du im Urlaub bist oder nicht. Na klar, du kannst schreiben auf Internet. Ich habe immer eine Nachricht, dass ich schreibe vorher und ich schicke das gleiche Nachricht jedes Mal ein Kunde mir schreibt mit der ganzen Info, wenn ich komme wieder. Bla bla bla. Aber wenn du bist deine eigene Chefin, du kannst nicht denken, ja, lass mich in Ruhe. Jetzt bin ich in Urlaub, bla bla bla. Nein. Ist eine 24/7 Job. Die Kunden müssen sofort schreiben, sofort wissen. Wann? Wie viel? Du musst auch wissen, wie du es machen könntest, dass du sowieso deinen Urlaub haben kannst in Ruhe. Du musst auch denken, dass du bist allein. Du musst alle Zeichen für Tattoos machen. Du musst alle Beratungstermine machen. Deinen Laden putzen. Natürlich. Du kannst dann später mehr Mitarbeiter haben, also eine Putzfrau, jemand zum Beratungen. Ich habe probieren, nicht ganz, aber meine Cousine war einmal hier zum Helfen, weil ich hatte Working Days. Und ist sowieso kompliziert, wenn du eine Person da vorne hast, weil du bist der Einzige, das kann Preise sagen. Du musst die Person sehen, wie groß die Person ist. Deswegen, die kann immer zu dir zu fragen, wie viel sage ich zu dieser Kunde, wie groß soll das sein, wie mache ich das. Am Ende musste ich sowieso da vorne gehen und mit dem Kunden sprechen. Punkt Nummer 6. Stellst du sicher, dass du mit dem Druck umgehen kannst. Das heißt, du musst richtig denken, ob du diese ganze Stress, sag mal nicht Stress, aber manchmal ist ein bisschen umgehen kannst. Ist nicht einfach. Gibt es Momente, wo wir mehr Luft haben. Manchmal reicht nur ein großes Tattoo und dann wird alles so wieder durcheinander. Nicht komplett durcheinander, aber wenn du hast kleine Tattoos zum Zeichnen, die Zeichenprozess geht schneller. Und dann in der Mitte kommt ein großes Tattoo, das du malen musst. Und dann die ganze andere Tattoo, das kommt danach, musst du warten. Du musst richtig, richtig gut organisieren, so du alles schaffen kannst. Zeit ist Gold. Hier in diesem Video, ich spreche über Linework, wenn du Linework stechen möchtest. Klick mal, um mehr zu wissen. Vergiss nicht, dieses Video ein Like zu geben, teile dieses Video und bitte abonniere meinen Kanal, so du verlierst keine Content hier. Bis zu meinem nächsten Video. Bye.